Alter, was gucke ich mir ja schon wieder an? Ich kann nicht mehr, Freunde. Sie wäscht ihre Wäsche im Swimmingpool. Jawohl, jawohl. Was geht ab, Margangster? Seid ihr heute gut drauf? Ich bin gut drauf, weil in diesem Shirt kann man nur gut drauf sein, Freunde. Wie geht's der Margang? Wie geht's dem Margangster? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe eine ganz, ganz fette Ankündigung. Es geht ganz schnell. Und zwar, Freunde, ich habe ja die letzte Zeit leider so ein bisschen unregelmäßig hochgeladen, werde ich nun eine feste Upload-Zeit machen. Und zwar jeden Tag um 16.15 Uhr ist Elmargo-Time. Stellt euch den Wecker, Freunde. Jeden Tag um 16.15 Uhr wird ein neues Elmargo-Video rauskommen, Freunde. Das ist ganz wichtige Information. Deswegen, das habe ich mir überlegt, zu 1 Million, Freunde. Es hängen im Hintergrund noch die Luftballons und so weiter. Sorry, dass das so ein bisschen verspätet kam, das Special. Aber, Freunde, jetzt geht's in die sparsamste Familie, beziehungsweise die sparsamste Mutter, die es auf diesem Planeten gibt. Let's go. I had to go spin on the little bike to get my workout on. Getting on it and pedaling, I'm just in that zone and I get burning, you feel the burn? I'm listening to my tunes. It just feels good to exercise and I just love it. Right. Ist die da in einem Geschäft? Live, ist die auf einem Spinningbike in einem fucking Geschäft? Was? Hä? Ich habe gerade gedacht, okay, was ist jetzt an dieser Frau so ultra sparsam? Die ist im Fitnessstudio, hört Musik oder so, aber nein, die ist im Geschäft. Digga, die Geräte will sich jemand kaufen, das ist kein Fitnessstudio. Okay, wir gucken weiter. Hi, here's your stuff. I see Jenny probably 2 times a week. When Jenny first came, I thought she was in the market to purchase a piece of exercise equipment. Most customers will come in and, you know, demo the equipment maybe 2 or 3 times before making a purchase. Also, yo, ich sehe sie 2x die Woche, Freunde. Es ist immer den Freunden und ich denke, dann will sie was in dem Laden kaufen und so. Aber nee, sie fährt mit dem Spinning Bike erstmal ein paar Runden. My habits may be extreme to some people, but I show it off to everybody, whatever it is. It makes me happy. Ja, die weiß, wie man Geld spart, ja? Die geht nicht jetzt, die gibt kein Geld für Fitnessstudio aus, die geht in ein Geschäft und fährt dann mit dem Spinningbike. Der Typ hat auch gerade erzählt, irgendwann hat er gemerkt, jo, dass sie nicht da ist, um irgendwas zu kaufen. Nee, das glaube ich auch nicht, Bro. Was geht ab, Alter? Was gucke ich mir ja schon wieder an? Ich kann nicht mehr, Freunde. Also bei mir in Köln, ich wohne ja in Köln, das wissen ja viele Freunde, da kostet das Fitnessstudio 15 Euro im Monat. 15. Nicht mehr. Nö. Okay, wir reden ja auch von der sparsamsten Frau der Welt. Okay, die will auch diese 15 Euro sparen, ja? Das kann sie machen, ja. I absolutely hate spending money on things that I can't see the next day if it's gone. Also sie hat auf jeden Fall gerade gesagt, sie hasst es, Geld für Dinge auszugeben, was sie am nächsten Tag nicht mehr sieht. Ja, das ist aber oft so. Also Essen und so weiter. Hier fährt sie jetzt gerade an eine Tankstelle. Hey, can I get $3.36 worth of gas? You sure can. When it comes to gas, gas is kind of like makeup. You know, less is more. When you buy less, you use less. And you save more. When I get gas, I only get a gallon at a time. 1 gallon of gas, 1 gallon a day, saves me money. Restricts where I go. Okay, die tankt also immer nur ganz, ganz wenig und geht für 3 Euro tanken. Die geht für 3 Euro tanken. Mehr Geld kann man nicht sparen, Freunde. Aber dann kommt man auch nicht weit mit seinem Auto. Warum hast du überhaupt ein Auto? Ein Auto kostet Geld. Dann verkauf doch dein Auto. I'm hardcore about our bills that we have to pay and making them as little to nothing as possible. Aber Hauptsache, sie ist vom Pool. Aber ein Pool habt ihr, oder was? Wenn du so viel Geld sparen willst, dann kauf dir doch eine kleine, dann lebt doch in einer kleinen Wohnung. Aber nicht in einem Haus mit fettem Pool und Auto. Ich bin. This is my toilet, where I save money on water. Best way to save money is water displacement. Putting a brick in the back of it's gonna make the water level go up a little bit, and it's not gonna use as much water. We use 350 less gallons a month. Was macht sie da an der Toilette jetzt? Wasser? Aber ein Pool? Sie spart dieses bisschen Toilettenwasser, aber ein Pool hat sie. Das sind ein paar Cents, die sie sparen. El Margo ist zerstört. Ja, Löwe, du bist auch verstört, oder? Man sieht dich hinter den Ballons gar nicht, aber
Löwe ist auch verstört, Freunde. Oh shit, Freunde. Ich komme nicht klar. Ich komme absolut mal wieder nicht klar, Freunde. Wenn ihr klarkommen wollt, dann solltet ihr zur Magang joinen. Und zwar, Freunde, müsst ihr dafür abonnieren, Freunde. Und mal im El Mago Shop vorbeischauen. Jetzt, wo wir 1 Million Magangster sind, gönnt euch was aus dem Shop. Geiler Gang Hoodie, Löwe Shirt, dieses geile Magang Shirt, Freunde. Für jeden etwas dabei. And the pool came with the house. I still keep the pool because I got 3 kids and we don't go on a lot of expensive vacations, so I figure, you know, that's kind of like a vacation, just go out and get in the pool. Ach so, okay, der Pool ist also deren Urlaub, ja? Der war beim Haus dabei und sie hat sich gedacht, sie hat 3 Kinder, den Pool behalten wir. Da kostet mal Geld, aber den behalten wir. Das ist denn deren Urlaub, weil sonst fahren sie halt nicht in Urlaub, weil Urlaub kostet ja Geld. Du weißt. Du bist am Arsch. Freunde, versteht mich nicht falsch, ja? Geld sparen ist eine coole Sache und Wasser sparen ist auch eine coole Sache, ja? Aber man kann die Lage auch übertreiben. Da kann man an anderen Ecken sparen, wie zum Beispiel sein Auto zu verkaufen oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Was ist das jetzt? Nein. Was ist das jetzt? Was ist da drin, ne? I recycle my plastic containers and I fill them up with sand. Yes, amigo. Let's go, hop two. Go. Was? Die füllt Kanister mit Sand auf und packt sie da jetzt in diesen Pool. Nee, die sind die einzigen, die wirklich Sandflaschen im Pool haben. Das macht man sonst nicht. Da habt ihr recht, das ist nicht normal. Ich glaube, das machen die, damit das ein bisschen Wasser verdrängt und weniger. Also die machen die Größe vom Pool kleiner dadurch. Aber dann, ja, dann füllen die Sand auf, damit die unter Wasser bleiben und weniger Wasser da reinfüllen müssen. Aber das ist total geisteskrank. Dad had a small business and he had to find ways to get through a lot of hard times and he showed me how to make. Okay, das ist die sparsamste Familie der Welt. Sie wäscht ihre Wäsche im Swimmingpool. Jawohl! Jawohl! WTF? Leider nicht geplatzt, aber das war's mal wieder komplett. Sie wäscht jetzt die Wäsche im Swimmingpool. Da ist doch Chlor drinne. Da ist doch Chlor drinne. Das kann doch nicht gut sein. Der Dreck von den Klamotten geht in den Pool rein und das Chlor vom Pool geht in die Klamotten rein. Das kann nicht gut sein. Die Kinder helfen mit. I'm doing my laundry in the pool because the chemicals that are in the pool are similar to the ones that are found in laundry detergent. Mm-hmm. Macht die Wäsche im Pool machen. Ist klar, Freunde. Dann mache ich jetzt aber auch einmal ganz schnell die Grüße. Freunde, Grüße gehen raus an die Magangster, an das Kanalmitglied Kryota Win, an die Magangster Sweetheart 12 Insta, an Yoshi Bro und den ersten Kommentar im letzten Video hast du geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreibe einfach einen Kommentar oder sein nächsten Video. Der allererste Kommentar, Freunde. Denk mal dran, Freunde. 16.15 Uhr ist die neue El Mago-Zeit. 16.15 Uhr jeden Tag steht El Mago bei euch im Kalender. Das muss einfach sein. But it's the cost of running that pool. You know, that really bothers me. Ich komme nicht klar, dass sie in so einem großen Haus wohnen mit so einem großen Grundstück und so viel Geld sparen. Denn kauft euch doch ein kleineres Grundstück. Was ist das jetzt? Was zum Teufel ist das nun? Da bin ich jetzt mal ultra gespannt, was das ist. Go to the water in my pool or else it'll get nasty. This is my problem. Each month running this pool filter cost us an extra $200. Okay, das ist der Poolfilter, alles klar. Also die haben noch eine professionelle Filteranlage. Das beruhigt mich. I want to figure out a way to power this filter without paying any money. Warte mal. Das ist jetzt nicht wahr. Sie hat gerade gesagt, sie sucht nach einer Möglichkeit, wie sie dieses Ding ohne Strom betreiben kann. Und jetzt guckt sie da schon an dem Laufrad. Die will jetzt nicht diese Pumpe mit dem Laufrad betreiben. Da bin ich raus. Da bin ich wirklich, also beim besten Willen, Freunde, da bin ich raus. What's going on here? If I could get you to just hold this exactly like it is. Okay. Hang on, watch your fingers. If I build a bike generator to run my pool filter, it will cost me nothing on my power bill. Okay, ist vom Prinzip eine, also vom Prinzip ist das eine coole Sache, ja. Stromsparen ist cool, das ist für die Umwelt super und ist auch wichtig. Und wenn sie dann auch gleichzeitig Sport macht, ist das im Grunde eine sehr geile Idee. Aber für eine Poolmaschine, so sorry, dann spar doch lieber einen anderen Eck. Which Jenny hopes can provide enough power to run her pool filter. So how much is the bike?
Bike is $199, $200, which is a good deal. Ei, da ist sie nicht zufrieden, ja? Er so, Bike kostet $199 und sie so, $199? Nichts für die sparsamste Mutter der Welt. Yeah, I just can't do it. When he told me it was $200, it just hit me. I wish I could, but I can't give it away. I can't do it. It hurt. Kauft's nicht. Ah, das ist das Ende des Lieds. Sie kauft einfach nicht. So, sie macht sich große Gedanken und kauft einfach nicht. Ja, moin. Dann ist an dieser Stelle Feierabend. Freunde, denkt daran, 16.15 Uhr ist jetzt Daily Upload-Tag bei Margo. Das wird auf jeden Fall richtig krass. Ich freue mich auf jeden Fall. Sorry, dass die letzten Tage und Wochen so ein bisschen unregelmäßige Videos kamen. Ich hatte sehr, sehr viel um die Ohren, Freunde. Checkt auf jeden Fall den El Margo Shop ab. El Margo Shop kommst du auch ganz schnell einfach hier hin. Hier kannst du mich jetzt abonnieren. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Und hier siehst du meinen allerneuesten Upload. Klick dich durch, sei aktiv, sei ein richtiger Margangster. Wir sehen uns morgen in aller Frische um 16.15 Uhr. 15 war im neuen Video. Haut rein, bis dann, ciao, ciao, euer El Margo.